Und das ist aus meiner Sicht verfassungsfeindlich. Der Verfassungsschutz stellt sich hier auf, um eine politische Konkurrenzpartei wie die AfD noch und nöcher zu diskreditieren. Der Verfassungsschutz geriert sich selbst zum Verfassungsfeind, um es mal ganz klar zu sagen. Nicht, weil Ihre Umfragewerte steigen. Also heißt das, das ist der Kurs der AfD weiter radikaler werden, weil es Ihnen ja an den Umfragen nicht schadet? Also ich habe grundsätzlich Probleme mit der Begrifflichkeit. Es wird hier immer gesichert, rechtsextrem gesagt. Was heißt hier eigentlich gesichert? Sagt das der Verfassungsschutz? Wir müssen erst mal schauen, was der Verfassungsschutz eigentlich ist. Es ist eine Behörde, die es in keinem anderen Industrieland gibt. Punkt eins. Punkt zwei. Diese Behörde ist politisch nicht unabhängig. Sie ist abhängig. Punkt drei. Personelle Abhängigkeit. Da fängt es gleich ganz oben an. Ja, wer sitzt denn da oben? Jemand mit dem CDU-Parteibuch. Ergo, als Schlussfolgerung wird der Verfassungsschutz hier, und das ist aus meiner Sicht verfassungsfeindlich, der Verfassungsschutz stellt sich hier auf, um eine politische Konkurrenzpartei wie die AfD noch und nöcher zu diskreditieren. Darum geht es doch letztendlich. Das gibt es in keinem anderen Land. Und dieser Eingriff in den politischen Parteienwettbewerb ist aus meiner Sicht zutiefst verfassungswidrig. Der Verfassungsschutz geriert sich selbst zum Verfassungsfeind, um es mal ganz klar zu sagen. Und warum wir trotzdem in den Umfragen steigen sind, das kann ich Ihnen sagen. Das ist ganz einfach. Die Wähler, die Menschen kaufen das dem Staat überhaupt gar nicht mehr ab. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass hier diese Leute da oben mit den schwarzen, grünen und roten Parteibüchern in irgendeiner Form politisch neutral handeln. Ich sage es Ihnen auch ganz deutlich, die AfD wird doch hier selbst so politisch verfolgt in diesem Land gemacht. Das ist doch hier die reinste Bananenrepublik, wenn eine politisch abhängige Behörde gegen eine Konkurrenzpartei durchlädt. Also wo leben wir eigentlich, dass das überhaupt mal so vom Grundprinzip nicht hinterfragt wird? Das halte ich aus meiner Sicht für hochgradig irritierend. Fragen heute kam ja die neue Statistik zur politisch motivierten Gewalt heraus und der BKA-Präsident sagt, Rechtsextremismus ist nach wie vor das größte Problem. Jetzt vor dem Hintergrund, Ihre Jugendorganisation ist als rechtsextremistisch eingestuft. Fühlen Sie sich da angesprochen oder auch in der Mitverantwortung? Wir fühlen uns mitnichten angesprochen und ich weise das von unserer Partei als auch von der Jugendorganisation weg, sie unverhältnismäßig und völlig unrechtmäßig zu diskreditieren und auch zu kriminalisieren. Ich weiß, dass das alles versucht wird. Mit Händen und Füßen versucht man, die AfD und die JA, also unsere Jugendorganisation, aus allem rauszuhalten, wissen Sie. Und das ganze Spielchen, das ist so offensichtlich und durchschaubar, was hier gemacht wird. Und das ist wirklich mittlerweile, sind das bananenrepublikanische Zustände. Die Bundesregierung stellt sich immer hypermoralistisch dahin, kritisiert andere Länder und hier wird so gegen Recht und Ordnung verstoßen und gegen eine politische Konkurrenzpartei durchgeladen. Also das ist etwas, was ich hochgradig, das habe ich Ihnen eben schon gesagt, irritierend finde und vor allen Dingen auch verfassungswidrig. Ich lasse das auch nicht gelten, wenn da so plötzlich so ein Haldenwang, das ist ein CDUler und diese ganzen Leute, die vom Innenministerium, die sind ja von Weisung des Innenministeriums abhängig. Da sitzt da eine SPD, Nancy Faeser. Sie glauben da wohl nicht im Ernst. Also Entschuldigung, ich meine, wie naiv muss man sein, dass wir es hier mit einer unabhängigen Behörde zu tun haben. Das ist doch alles Augenwischerei, was hier passiert. Die AfD wird zu politisch Verfolgten gemacht. Da ist doch die Wahrheit. Wir werden diskreditiert noch und nöcher. Und das ist auch hochgradig reputationsschädigend, was hier versucht wird. Und glücklicherweise nehmen das die Leute auch den Politikern, den Medien, Verfassungsschutz auch gar nicht mehr ab. Das verfängt nicht mehr, weil die Leute einfach die Nase voll haben. Sie sehen ja, was hier passiert. Wie kann das eigentlich sein, dass ein Robert Habeck, ein Wirtschaftsminister, einfach so sagen kann, also das politische System der Volksrepublik China, das finde ich aber ganz dufte. Das hat er sinngemäß mal gesagt. Wo bleibt denn hier der Verfassungsschutz? Wie kann das denn eigentlich jemand sagen? Wir haben keine Demokratie in der Volksrepublik China, haben wir nicht. Wir haben ein Einparteiensystem. Da wird nicht gewählt. Und da müssen doch die Alarmglocken läuten. Da muss doch der Verfassungsschutz hingehen,
Also Moment mal, was ist denn bei den Grünen los? Das ist unglaublich und das wird auch, Entschuldigung, von Ihnen, von den Medien nirgendwo aufgearbeitet. Wie kann denn sowas sein? Verstehe nicht. Danke. Danke.